Tommy Vercetti? Shit. Didn't they ever let him out? He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. It's Ken Rosenberg here. Hey! Hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Okay, so, they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here! Ah! I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Verfluchte Scheiße! Und damit herzlich willkommen zu Grand Theft Auto Vice City! Oh mein Gott, was freue ich mich auf dieses Let's Play. Nach unserem eh schon genialen, doch auch anstrengenden GTA 3 Let's Play kommt jetzt selbstverständlich Vice City und nicht San Andreas. Was habt denn ihr für eine Reihenfolge, verdammt nochmal? Natürlich spielen wir jetzt Vice City und es ist ja mein persönliches Lieblings-GTA. Ich fand GTA San Andreas zwar auch besser, aber aufgrund des göttlichen Soundtracks hier ist GTA Vice City eben doch mein Lieblingsteil. Und deswegen freue ich mich jetzt ohne Ende drauf, mit euch dieses Spiel spielen zu dürfen. Und wir spielen auch 100%. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und da geht's auch schon los. Steigst ins Auto und was kommt? Motherfucking MJ. The King of Pop, Michael Jackson mit Billie Jean. Dieses Spiel ist einfach nur göttlich. Ja, GTA Vice City, ein Spiel, das mich, boah, also so krass geprägt hat in meiner Kindheit. Also definitiv mehr als GTA 3 gegen GTA 3. Ich meine, das ist ja schon richtig kurz, GTA 3. Im Gegensatz zu Vice City, hier gibt es enorm viel zu tun. Aber ich will, oh mein Gott. Self-Control. Die gute Laura. Wahnsinn, es geht hier Schlag auf Schlag, ein geiler Teil nach dem anderen. Und es ist einfach so, GTA Vice City hat mit Abstand den geilsten Soundtrack von allen GTA-Teilen.
Dieses geile 80er-Feeling hier in Miami. Ach, ein Traum. Und hier, meine, alleine das Hawaii-Hemd. Tommy Vercetti. Mit einer der coolsten Charaktere der Videospielgeschichte. Oh Gott, ich werde noch so viel von diesem Spiel schwärmen. Ich hoffe, dass sich das in Part 50 nicht ändern wird. Weil wir uns aufregen, dass wir irgendeine Mission nicht schaffen oder so. Also das Spiel durchspielen, kein Ding, ne? Aber 100% habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gewagt bei Vice City. Das Einzige, wo ich es getan habe, war San Andreas. Das hat mich auch nur 100 Stunden gekostet. Ne, 98 waren es. Aber egal. Und ja, ein alter Freund. Hallo, Sonny. Tommy! Tommy, it's been too long. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm going to let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Fuck, verdammt, da wäre ich aber auch ziemlich pisst, ja. Kommst nach 15 Jahren wieder aus dem Gefängnis, kriegst von deinem alten Kumpel, ja, nochmal eine kleine Unterstützung, damit es läuft. Und was passiert? Wirst direkt nach, bei deiner ersten Übergabe, bei deinem ersten Deal nach 15 Jahren gescrewt und stehst jetzt mit 0 Dollar da. Das ist auf jeden Fall Vice City. Und es ist die coolste Stadt, ach, das geilste Setting, alles. Aber bevor ich das jetzt hier tot hype, würde ich sagen, wir machen das ähnlich wie in GTA 3, unserem Let's Play. Wir werden erst einmal Missionen machen, es gibt so krank viele Nebenmissionen, Leute. Also wir werden hier definitiv mehr zu tun haben. Vielleicht kann ich es dann auch schaffen, 2 Parts pro Tag rauszubringen. Das verspreche ich euch aber noch nicht. Wir werden das dann sehen. Und ja, ich werde wieder so einen Part machen, wo wir zum Beispiel nur versteckte Päckchen sammeln werden oder Monster Stunts. Also da wird sich nichts dran ändern im Gegensatz also zu unserem GTA 3 Let's Play. Wir werden da wahrscheinlich die gleiche Richtung fahren. Und ja, wir fangen jetzt erst einmal mit den Missionen an, weil am Anfang kannst du eh noch nicht so viel machen. Wir hatten natürlich die Möglichkeit, jetzt schon Päckchen zu sammeln, aber im ersten Part möchte ich euch jetzt noch nicht damit langweilen, Päckchen zu sammeln, sondern wir beginnen erst einmal ein bisschen mit der Geschichte von Vice City. Die Party. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers too. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here. Stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Who does that guy think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt.
Yeah, I like it too. Ohne Witz, das ist der Hammer, Mann. Dieses geile Hawaii-Hemd. Ich möchte meinen Look nicht ändern. Aber gut, für eine Party mit dem Colonel, da macht man... ja, guten Tag. Ja, hallo, genau. Vice City. Ah, Miami. 30 Grad im Schatten. Ein Traum. So, aber trotzdem, für so eine Party, für so einen ersten Auftritt, den wir uns hier liefern werden, werden wir uns selbstverständlich einkleiden. Und ich meine, wenn die Kosten hier von dem guten Ken Rosenberg übernommen werden, dann ist das natürlich kein Problem. Denn Geld hätten wir für sowas ganz bestimmt nicht. Ken Rosenberg, die absolute Muschi, wie man sieht. Aber egal. Wir taking care of business. Und hallo, okay, schicker Anzug. Hat natürlich nicht das geile Miami Flair, aber... Oh. Na, aber hallo, was hat denn der da stehen lassen? Tja, also wer seinen Schlüssel nicht mitnimmt, ne, dann bediene ich mich mal. Dankeschön. Oh, hab ich dir dein Bike geklaut? Ja, erstmals in GTA die Möglichkeit, mit einem Motorrad zu fahren. Und schaut mal, wie cool. Sogar der Anzug weht im Wind. Wenn das nicht der absolute Traum ist, dann weiß ich's auch nicht. Ah, richtig, richtig schön. Das gefällt mir. Ja, Motorräder, sowieso mega geil. Also ich war fast nur mit Motorrädern damals unterwegs, weil die halt einfach so geil zu steuern sind. Du kommst schnell vorwärts. Und hier natürlich eine richtig, richtig geile Kiste. So, wir halten hier einfach mal an. Und nachdem ich mich in Vice City noch recht gut auskenne, weiß ich, dass hier noch eine Waffe ist. Und das wäre dann unsere erste Waffe des Spiels. Kann ja nicht schaden, die mal einzustecken. Denn, also, Vice City habe ich wirklich gesuchtet. Hier kenne ich hoffentlich noch immer fast alles auswendig. Egal, gehen wir zur Party. Geil. Ja, nicht gucken, bring mir was zu trinken. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Versetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with him. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star, Candy Sachs. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blacked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with... Love Fist. Can I tell you? Do you know how they play ping pong in Thailand? Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Fish Steve Scott. Throws a passion with the nipple invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party's a devil, a triumph. I can only apologize. Oh, the another amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cope. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. Oh ja, und wen lernen wir natürlich zu Beginn des Spiels kennen? Natürlich erstmal eine Tochter, eine heiße Schnitte, mit der wir uns natürlich noch öfters im Spiel beschäftigen werden. Und ach, meine ganzen Lieblingskarren, da wird mir gleich ganz warm ums Herz, der Cheater. Ja, auch schon in GTA 3 natürlich gefeiert. Das ist schön. So difficult having a rich and powerful father.
Ja, und wir sollen sie zum Pole Position Club fahren. Der legendäre Strip Shoppen in Vice City. Hier ist er, der Pole Position Club. Their satisfaction. See you around, handsome. Rather than just buying one of the. I'm sure you will. At one point in Uganda, I saw a great lake of sand and a massive speed. Ja, und das war's auch schon. Damit haben wir unsere ersten $100 verdient. Seid einfach mal yes! Und die Straßenkleidung ist nun im Versteck. Und ja, hier ist ein Symbol. Das gab es auch noch nie. Und ja, du kannst die Stripperbar noch nicht kaufen. Das geht erst später im Verlauf des Spiels. Und auch die Abendgarderobe ist jetzt immer bei Raphaels erhältlich. Also man muss immer dorthin fahren, um sich die jeweiligen Klamotten zu kaufen. Und ganz ehrlich, so schick der Anzug ja auch ist, ich möchte im Miami-Flair bleiben. Ich würde ganz gerne mein geiles Hawaii-Hemd wieder anziehen. Oh, da haben sie jemanden umgefahren. Ja, Vetter am Steuer, hat man wieder nichts gesehen von lauter Schwabbel. Muss man sich nicht wundern. So, ich fahre jetzt erstmal wieder zurück ins Versteck und werde mich den Umständen mal umziehen, weil mal ganz ehrlich, hier bei 30 Grad im Schatten laufe ich hier auch nicht mit meinem blauen Anzug rum, ja, also das ist ja auch absoluter Quatsch. So, da ist es, Straßenklamotten angezogen and there we go, das ist Tommy Vercetti, wie er lebt und lebt und ja, ist auch der erste Charakter, der sprechen kann, Gott sei Dank, denn ich sag mal so, der Dreier war schon, also man hat sich schon gefragt, wie läuft das hier eigentlich die ganze Zeit mit dem Typen, der nicht redet. Aber Tommy Vercetti redet Gott sei Dank und hat auch einfach einen geilen Stil drauf, den man einfach feiern muss. Er ist eine verdammt coole Sau. Aber das werden die, die Vice City vielleicht noch nicht kennen, im Verlauf des Spiels dann schon noch sehen. Ja, der Colonel hat ja gesagt, wir sehen uns nachher nochmal, denn jetzt sind wir gerade alle beschäftigt. Das heißt, wir gehen nochmal zurück zu Rosenberg. Und schauen mal, ob der schon irgendwas Neues für uns in der Zwischenzeit hat. Hier, man kann sich auch neue Verstecke kaufen. Also man hat nicht nur eins jetzt pro Stadtteil, sondern man kann sich mehrere holen. Die sind aber ganz schön teuer. Also 3000, ne? Aber dafür würdest du halt immer genau gegenüber deinem Auftraggeber rauskommen. Aber wir haben ja erst $100, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Deswegen geht es weiter mit Dunkle Gassen. Well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Kent Paul, den haben wir doch gerade eben schon auf der Party vom Colonel kennengelernt. Jetzt sollen wir mal ein kleines Wörtchen mit ihm reden und dazu gehen wir ebenfalls in den legendären Malibu Club, der wirklich legendär ist. Denn ich meine, es ist der Malibu Club, den werdet ihr gleich sehen. Wir werden zwar noch nicht alles von dem Club sehen dürfen, weil das auch wieder erst später möglich ist, genauso wie beim Pole Position Club. Aber dazu kommen wir dann noch. Ach, das ist das Schöne hier an Vice City. Oh, jetzt habe ich meinen ersten überfahren. Ne? Wir spielen das Spiel selbstverständlich vollkommen uncut, genauso wie GTA 3. Ich denke mal, das versteht sich von selbst. Und ja, Vice City spielt selbstverständlich auch in einer Zeit vor GTA 3, hier 80er Jahre, während GTA 3 ja in den 90ern war. Aber ich denke, das erklärt sich dann auch von selbst. So, wir gehen jetzt hier in den Malibu Club, da ist er. Und oh, das ist ein absoluter Traum. Hier geht's richtig ab. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages. Gut, gerade noch nichts los, vielleicht haben sie noch nicht offen. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor, Andy. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Oi. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals at kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around.
Da, der fackelt nicht lang. Ja, Tommy kommt sofort auf den Punkt, bam! Quasi sofort ins Gesicht. Und der Ocean Drive sagt, das ist was richtig, das ist unser fucking Hotel. Wie kommt's? So, wir haben gerade einen schnellen Wagen, zeige ich euch auch noch den ersten Monster Start im Spiel. Go, 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 go! Let's do this! Woohoo! Services more goes to administration salaries and expenses, which helps make lives a lot less difficult for everybody. Das war unser erster Mod, das dann gibt $100 und den muss ich mir natürlich gleich markieren, dass ich den gemacht habe. Das mache ich vor allem mit dem Päckchen, damit wir nicht das gleiche Dilemma haben wie bei GTA 3, als uns am Ende zwei Päckchen gefehlt haben. Oh, da bin ich jetzt gleich schon vorbei. Ich muss hier in die Gasse rein. So, stellen wir uns mal hier hin. So, da hinten ist der Koch. Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. So, und jetzt geht's los. Die erste Fotzerei hier mit dem Koch. So, komm her. Rede, du Schlampe. Dann halt nicht. So, wir haben jetzt ein Handy. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. Und jetzt geht's los. Wir kriegen auch unsere erste Knarre jetzt, die wir aber Gott sei Dank schon längst haben. So, und jetzt hat... Ups, ups, oh, 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 oh. Kamera. Ich glaube, ich laufe mal kurz. Aber die Schweine wollen mir an die Wäsche. Pah. So, jetzt habt ihr gesehen, was passiert. Mann, Lance, wir können auch einfach hier rein. Oh, Idiot, okay. Dann nehmen wir hier. So. One thing you gotta realize about this town. You gotta pack some heat. The local gun shop's a couple of blocks away. So, da haben die Angestellten wohl Wind bekommen, dass wir uns mit ihrem Chef angelegt haben und wollten uns jetzt den Arsch aufreißen, aber naja, in Anführungszeichen, zum Glück war der Mann hier und ja, es ist derselbe Mann wie der im Hubschrauber war. Vielleicht habt ihr das kurz bemerkt, der Mann im weißen Anzug im Hubschrauber. Ja, ja, das ist genau der, hat er selber gesagt. Sein Bruder wurde auch bei der Aktion erschossen. Und er möchte einfach nur, genau wie wir, das Geld bzw. des Koks wiederhaben. Und Slayer, Junge! Da geht's ab. So, na, aber das ist ja wohl klar. Waffensachen können wir natürlich selbstverständlich hier kaufen. Man kennt's ja, Ammunition. Hier Pistole für $100. Maschinenpistole für 300. Und Schrotflinte sowie Kruger sowie kugelsichere Weste gibt es noch nicht. Genauso wie bei GTA 3 ist das erst im Verlauf des Spiels möglich, die dann zu kriegen. So. Wir sollen jetzt zurück zum Hotel fahren. Oh ja, Rain and Blood. Jetzt geht's los. Ja, also Lance hat einen guten Musikgeschmack, das muss man ihm mal lassen. Aber ich glaube, unser Treffen ist jetzt hier gleich vorbei. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you. So, und damit haben wir ihn kennengelernt. Ich darf ja rein theoretisch den Namen noch gar nicht verraten, weil man ihn ja noch gar nicht weiß. Aber ich habe es jetzt eh schon gesagt. In all meinen Emotionen, die ich hier aufgebracht habe. Aber ich würde sagen, wir machen direkt mit der nächsten Mission weiter, denn dann lernen wir ihn noch in diesem Part kennen. Ja, guck mal an, sogar Inline-Skates fahren die hier. Chillige Sache. Und was verkaufst du? Kippen? Na, war ja klar. So, wir haben jetzt auch einen Handyanruf, den wir mal eben annehmen. Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man.
Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Tja, scheiße. Wir haben nämlich jetzt das Telefon eben von diesem Koch und der wurde mal eben angerufen, so von wegen, hey, wir haben da was am Laufen. Dummerweise möchte der Typ uns nicht verraten. Da ist schon wieder so ein Fett in so einem schnellen Auto. Hast du überhaupt nicht verdient. Das ist der Banshee. Leider nicht mehr der geile Banshee aus GTA 3, sondern jetzt eben eher ein normales Auto. Aber gut, immer noch ein geiles Teil. Aber leider meine Viper vermisse ich sehr aus GTA 3. Die kam leider nie wieder zurück. Aber ich habe die Zeit genossen während GTA 3. Jetzt hat regnet's. Ja, verdammt nochmal. Kann ja nicht schaden. So viel Hitze, ja, da kann man auch sowas mal vertragen. So, auf geht's, nächste Mission. Eine, denke ich, werden wir hier noch machen. Die Geschworenen. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez, I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. All right, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Der arme Tommy. Oh, was ist denn da los? Klar, überfahren und abhauen. Fahr auf Flucht! So, wir sollen zwei Geschworenen einschüchtern, aber sie nicht töten. Und das ist unsere erste Nahkampfwaffe. Es ist ein... Eiskalt, es ist ein Hammer. Ja, es ist kein Scherz, es ist ein Hammer. Wir können hier mit einem Hammer jetzt einfach zuschlagen. Und hier die Karre einfach mal demolieren. Ja, schaut euch das an, mit dem Hammer. Wer macht das nicht gerne? Ja, aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier erst einmal chillig unseren Banshee. Und werden uns mal um die beiden Hansel kümmern. So, einschüchtern, aber nicht töten. Das ist natürlich nicht so meine Masche. Aber in dem Fall müssen wir es leider tun. Weil sonst, was bringt ein toter Geschworener, ne? In diesem Sinne, drive mir einfach mal ganz gemütlich, ich weiß ganz genau, wo er ist. Mit der Erhöhung da drüben. Oh, im Regen, ganz schön rutschige Angelegenheit. Oh. Das ist es hier schon gewesen? Ne, eine weiter. Eine weiter. Hammer könnte auch auf den Radar gucken, aber ist ja langweilig. Ich will ja noch selber was wissen. Hier war's. Und los. So, ich stelle mich noch erstmal hinter das Auto und dann schnappen wir uns den Hammer und hauen wir ordentlich drauf. Jawoll. Macht die Karre kaputt. Genau. Immer draufhauen mit dem Hammer. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das kann ihm nicht gefallen. Ich hoffe, das macht ihm ein bisschen Angst. Da hinten auch noch. Schönes Heck kaputt schlagen. Jawoll. Oh, der hat gleich kein Auto mehr. Na, reicht das dann bald mal? Ja. Verstanden, er ist nicht schuldig. Und schon ist der Typ weg. Seine Karre ist so gut wie Schrott. Also da bräuchtest du definitiv eine Komplettlackierung, damit das wieder in Ordnung ist. Und jetzt schnappen wir uns noch den anderen mit zwei Geschworenen, die dann auch auf schuldig plädieren, nicht schuldig plädieren, sollte das funktionieren. So, da drüben ist direkt der nächste Monster, dann schaffen wir ihn, natürlich schaffen wir ihn! Woohoo! Zwei Monster Stunts in der ersten Folge von GTA Vice City. So läuft's im Business. So, und jetzt hat... Wo ist denn der letzte Geschworene? So, da drüben ist er. Mal eben hier kurz durch die Gasse gefahren. Und dann finden wir ihn. Hier!
Na du? Jetzt will er flüchten? Das lasse ich. Was? Wo ist mein Auto? Oh, guck mal. Schrottet das Auto. Na dann, komm mal her. Oh, Bullen kann ich jetzt eigentlich nicht gebrauchen. Ah, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Fang mich doch, fang mich doch. Hihi, oh shit. So, kommt der Typ bald mal raus hier aus seiner Karre. Gott sei Dank kam da gerade der Laster, deswegen kam, ist mein Auto auch verschwunden, weil der Laster, da kann ich den nicht einfach rausziehen. Genau, unschuldig, bis ich was anderes sage. So, auch der wurde damit, ja, cool, der Stein ist auch direkt verschwunden. Er weiß auch Bescheid, wie es jetzt läuft. Ist doch eigentlich ganz klar. So, damit hat Tommy erstmal ein Zeichen gesetzt, das gefällt mir schon mal ganz gut. Und damit sind wir... Oh, ein Anruf. Hey, Donnie, it's Sonny. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, Tommy, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy, please. Do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Ja, natürlich erkundigt man sich irgendwann mal, was denn hier so passiert. Immerhin, $1000 habe ich schon eingenommen, also das ist schon mal nicht so schlecht. Und damit wir hier im ersten Part von GTA Y irgendwie alles gehabt haben, Missionen, Monster-Stunts, möchte ich auch noch euch ein verstecktes Päckchen vorstellen. Das versteckte Päckchen, was mir jetzt hier einfällt, wäre das da hinten beim Colonel. Und dazu kann ich euch auch noch eine kleine Randnotiz geben, die ihr vielleicht noch gar nicht wusstet. Und zwar hier unten in der Parkgarage, na, wo sonst, ne, in einer guten Parkgarage, finden wir ein Päckchen. Und ich persönlich muss sagen, ich fand schade, dass es keine Päckchen mehr sind. Schon wieder Handy. Get to the payphone next to the mall in Washington. Ah, und mal wieder die berühmten Telefonmissionen mit den Typen, die wir nie kennenlernen. Ja, aber guck mal hier, das hier ist das versteckte Päckchen. Ich weiß, ist eine Tiki-Taka-Statue. Sehr schade eigentlich, dass es nicht mal die Päckchen sind. Ich habe die irgendwie sehr gefeiert. Aber wisst ihr eigentlich, warum wir diese Statuen sammeln? Also ich wusste das lange Zeit nicht. Ich habe mich immer gefragt, warum zum Teufel sammeln wir so komische hässliche Statuen? Hier seht ihr, verstecktes Päckchen 1 von 100. Wusstet ihr, dass man diese Statuen aufschrauben kann und dass sich in diesen Statuen Koks befindet? Aha! Das wussten bestimmt nicht alle von euch, oder? Das traue ich mir wetten. Und ja, genau. Man kann diese Statuen aufschrauben und da befindet sich eben Koks drin. Das ist der Grund, warum Tommy Vercetti hier diese Statuen sammelt und nicht, weil er sie hübsch findet. Ganz genau. Und damit, mit dieser kleinen Randnotiz, beenden wir den ersten Part von GTA Vice City. Ich hoffe, dass ihr dieses Projekt genauso unterstützt wie auch GTA 3. Ich hoffe vielleicht sogar noch einen Ticken mehr, weil es halt auch einfach viel geiler ist. Und wenn nicht sogar das geilste überhaupt. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr das Spiel mit einem Daumen hoch unterstützt, also diesen Part und selbstverständlich auch die folgenden. Das wäre wirklich ganz toll, wenn wir mit diesem Projekt hier groß rauskommen. Denn in dieses Projekt setze ich so viel Leidenschaft und Emotionen wie in kaum ein anderes. Und so hoffe ich, finden wir uns auch in der nächsten Folge zu Part 2 wieder. In diesem Sinne, Tommy Vercetti und Wolf sagen Ciao! Bis zum nächsten Mal.